Gut, dann beginnen wir doch einmal. Und es war schon jetzt absolut unvergesslich. Sex. Also, du musst was sagen! Chill. So, jetzt nochmal. Also, ich habe 65 Stunden Zeit. Doch bevor er überhaupt dazu kam, sagte ich. Ach, das muss ich sagen. Sagte ich. Dramatische Pause. Warum sagt niemand das? Meine innere Göttin machte einen Dreifach. Sie tanzte Mambo. Kapitel 1. Dramatisch. Kapitel 1. Kapitel 2. Jetzt so. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 2. Und mich nachher mit meinem besten Freund treffen wollte. Loki muss jetzt sagen, das bin ich! Ich raste stets mit 20 km/h mehr als erlaubt war und schaffte es dann 5 Minuten später im Kaffee gestresst ein... Kaffee. Oh Mann, ey! Kaffee. Leg mich ab mit einem scheiß Kaffee. Kaffee. Yay, yeah, Ben, hi! Das ist noch nicht hot genug, ich muss im Kaffee duschen, ey. Was ist das, Kaffee? Ich hab hier übrigens... Ich raste stets mit 20... KMH. Ich schaff das. Ich raste stets mit 20 km/h mehr als erlaubt war. Wir müssen neu anfangen, du hast gerade gesagt, ich raste. Ich raste ja jetzt wirklich. Lass uns weitergehen. Und um gemeinsam in Erinnerung Schutzwelgen. Schutzwelgen. Und um gemeinsam in Erinnerung zu Schutzwelgen. Nein, schon wieder. Um in Erinnerungen zu schützen. Ja. Will ich die Maus ausrasten? Oh Mann! Vor allem Jonas, der passt doch gar nicht zu dir. Bitch! Widersprach mir. Hallo? Ey, das müsste eigentlich wirklich in der Fanfiction vorkommen. Sagt da eine Stimme aus dem Hintergrund. Jonas sprang empört hinter dem Wandteppich hervor. Was du nicht sagst. Und wo soll sich mein Traum an verstecken? Im Busch, im LT-Busch. Hinterm Wandteppich, Opfe. Nicht so stürmisch, Lisa. Hallo, sagt er mit selbstbewusster, tiefer Stimme. Ist so. Komm auf dein Leben, Schleier. Lisa. Du musst das so ein bisschen Porno, so nach dem Motto, nicht so stürmisch, ja, Lisa. Ja, genau. So. Nicht so stürmisch, Lisa. Ja, geht ja, das ist doch schon besser, das ist gut. Nicht so stürmisch, Lisa, hey, hey, hey. Eine Runde rückwärts, so sind die Hände, die Hände, die Hände. Ich kam mir so bekannt vor, wie Kock. Die Kock. Das Gesicht kam mir so bekannt vor. Wow. Und mein Berufskolleg Fachabitur in Filmformatik. Im Filmformatik. Er hatte das Gymnasium schon nach der 10. Klasse verlassen, um am Berufskolleg Fachabitur in Informatik. So. Er hatte das Gymnasium schon nach der 10. Klasse verlassen, um am Berufskolleg Fachabitur in Mir geht's toll. Dieses unerwartete Treffen trägt noch einiges mehr dazu bei. Oh, fuck. Nochmal! Du musst es außerdem nicht mir geht's toll, sondern eher so mir geht's toll. Mir geht's toll. So, du musst so voll Selbstbewusstsein ausstrahlen. Girl, mir geht's toll, girl! Hey, girl! Ich glaube, wir sollten die Rollen von Jonas und Jan tauschen. Nein, aber Jonas weiß einfach, wie er das machen soll. Also Jonas, das schon ab. Das ist schon. Ja, Steuerung F, ersetzen, Jan, Jonas, Jonas, Jan. Snap, snap, fertig. Hashtag replace. Dieses unerwartete Treffen trägt noch um einiges mehr dazu bei. Sexy. Ja, sexy. Ja, sexy. Oh mein Gott, ich krieg gleich einen Orgasmus hier. Ist so. Ich kenne einige Leute, die nur zerfreut wären, deinen Körper ihr Eigentum nennen zu können. Ja, das ist das Problem. Sehr gut. Ja, 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 weiter so. Weiter so. Sehr gut. Schlägt ihm so voll ins Gesicht. Sehr gut. Umgehend verließ er den Raum und ich stand doch mit dem wie ein Karte dort.
Mann. Und ich hab voll den Froschmalz. Und immer, wenn du mich zum Lachen bringst, dann muss ich nochmal räuspern. Und dann räusperst du schon wieder und dann muss ich wieder lachen. Voll mit Geist. Ja. Vor allem ist die Flocke. Das klang aber eher so. Mit einer nervtötenden Melodie, die ich mitten in der Nacht hätte vorsingen können, wenn mich jemand geweckt hätte. Ich würde eh nichts mit Lucy unternehmen. Hallo? Ey, was ist denn das für ein Programm? Na, dann bist du ja nicht mit ihr was aus der Gamescom. Das brauche ich nicht. Oh. Oh, dumm. Hashtag dicke Luft. So, jetzt kommt das Beste. Das muss man mal Kapitel hier auch so. Kapitel. Kapitel. 4. Jetzt bist du dran. Oh Gott, nein! Das klingt so, als würdest du mit so einem Baby reden. Jetzt bist du dran. Oh mein Gott. Jetzt bist du dran. Nein, du sagst, jetzt bist du dran. Ja, das geht. Ja, genau. So ein bisschen, sei halt noch dabei so ein bisschen außer Atem, weil ihr ja gerade so fast Sex habt. So. Jetzt bist du dran, sagt er neckisch. Ratsch. Jetzt bist du dran. Jetzt auch nochmal ein paar Mal. Jetzt bist du dran. Hey, nein, das klingt voll scheiße. Ja, sag mal, jetzt. Er sagt einfach, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Na, okay, das ist stöhnend dran, das ist scheiße. Ja, das ist schon besser. Geil. Aber mach nochmal. Jetzt bist du dran. Jetzt kommt so Jans Mutter rein. Ja! Du bist so denken, dass wir sonst was machen, ne? Das ist so ein Porno-Vertonen, oder was? Ist doch geil! Wurde dieses Ding nur erfunden, um meine Erregung jetzt unermesslich hier zu treiben? Nee. Stieß ja aggressiv. Okay, dann nicht. Sag nochmal. Achso. Wurde dieses Ding nur erfunden, um meine Erregung bis ins. Ich komm das nicht hin! Ich bin dafür so doof. That's too powerful for me. Genau. Also für mich. Wurde dieses Ding nur erfunden, um meine Erregung ins Unermessliche zu treiben? Ich würde es nochmal sagen. Lissi will es einfach nur so voll oft von dir hören, wenn sie gerade voll dazu abgeht. Wurde dieses Ding. Ich bin froh, dass meine Eltern nicht da sind. Meine Erregung ist unermesslich. Komm her, komm her! Wurde dieses Ding nur erfunden? Und auf zu lachen! Okay, wir sind leise, wir sind leise. Wir sind zählen. Genau. Was wollte dieses Ding nur? Ich lach rein! Ist nicht lustig! Ist ernst! Denke an deine toten Verwandten oder so. Oh ja, das ist so sexy! Meine Erregung ist so ermäßig für meinen geilen toten Verwandten! Es stieß mich auf solch eine grobe Art und Weise aufs Bett, dass ich mich ans Bettlaken festkrallen musste, weil ich vor Verlangen sonst platzen würde. Dieses Platzen, ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Nee, ich finde das eigentlich ganz okay. Ja, immer so eine kleine Explosion im Hintergrund, einem dann so. Nee, ich finde das eigentlich ganz okay. Gerade wollte er seine Boxershorts ausziehen. Ja, hallo, ich rede das jetzt. Nicht nur. Willst du das vertonen oder was? Ja, ist so, jetzt kommt gleich meine Antwort. Das ist super toll, ich stell mich so vor. Das klingt voll falsch. Oh, jetzt kommt gleich meine Antwort. Da komm ich, den flotten Dreier. Du kannst das Mumm ruhig noch ein bisschen ausrasten lassen. Oder so. Diese Art von Träumen immer dann vom Wecker unterbrochen wurde, wenn es am spannendsten wurde. Spannend. Plötzlich. Kapitel 5. Kapitel 5. Kapitel. Kapitel 5. Also irgendwie komme ich mir geil vor, wie ich das sage. Jetzt, wer wird mir scheiße jetzt? Kannst du sagen so. Kapitel 5. Können wir mit unserer siebten Paar-Yoga-Stunde beginnen? So voll heiß so. Dafür stehen die Männer bitte auf und suchen sich für heute eine andere Partnerin. Aber dann passt ihr war aber eigentlich voll gut. Dafür stehen die Männer bitte auf und suchen sich für heute eine andere Partnerin. Oh, was ist das? Dafür stehen die...
stehen die Männer bitte auf und so. Was denn? Ihr müsst das Danke so ein bisschen passiv-aggressiv sagen. Danke. Danke. Ah, so nach dem Motto. Danke. Ich war auch mal. Warte. Sag Danke. Danke. Ich find's nicht. Danke. Ihr vergebt, wenn ich hier rausstreckt. Streck doch einfach die Zunge raus und sag nicht, dass es los ist. Ja, viel schon. Dankeschön. Hey. Hey. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht so. Hey. Ja, was ist schon wieder nee, so. Nee, du musst immer einfach. So, geh auf das Tiefste, was du also kannst. So ganz leicht, tief. Und dann sagst du es einfach. So nach, und aber dann so ein bisschen kürzer. Mit Leichtigkeit. So. Hey. 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 3 Jahre später. Hey. Hey, 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 hey. Hey, Vicky, hey. Hey, hey, Vicky. Ist okay. Hey, Vicky, hey. Hey, Vicky. Hey, Vicky. Zieh fest das Segel an. Hey. Hey, Vicky, hey. Die Wikinger. Sind hart im Winde, ja. Hey. Ey, oh, disgusting. Hey. Na, 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 na. Wie oft ich jetzt schon Hey gesagt habe, darf man denn nicht mehr mit seiner schönen Frau... Mann, der Junge kostet schön nicht die Freundin, Darf man denn nicht mehr mit seiner Freundin an einem schönen Yoga-Kurs teilnehmen? Ja, das war eigentlich gut, nur die Pause zwischen seiner und Freundin war nicht so cool. Darf man denn nicht mehr mit seiner Freundin an einem schönen Yoga-Kurs? Nee. Oh, mit seiner? Darf man denn nicht mehr mit seiner Freundin... Nein, die Freundin ist schön. Die Freundin ist so schön! Ich bin schön und nicht die Freundin! Die meisten Leute wollen so, aber du musst versuchen, das wirklich so richtig nett zu sein. Du kannst einfach sagen, naja, nichts. Ist doch schön, etwas Kindliches in sich zu behalten. Also so ganz neutral einfach. Und nicht so, ist doch schön, etwas Kindliches in sich zu behalten. Gott! Die meisten Leute wollen sofort erwachsen werden. Das werden dann auch die Spießer, die vergessen, was Spaß überhaupt bedeutet. Das werden dann auch die Spießer, die vergessen, was Spaß überhaupt bedeutet. Das war gut. Ja, du zum Beispiel. Hä? Hallo? Omge! Dass ich mir nicht ganz sicher war, ob er das wirklich getan hat. Hatte? Hat? Hatte. Natürlich hatte. Getan hat. Getan. Oh mein Gott, natürlich. Slash. Oh mein Gott, bin ich dumm. Beim IT-Unternehmen mit viel Technik und so weiter, nicht der Rede wert. Ich würde das neugierig ein bisschen mehr betonen. Ansonsten war es okay. Ja, ein Technik-Tipps. Einfach wieder. Aber ich liebe das Technik-Tipps. Ey, eigentlich müsste danach so kommen. Oh mein Gott, davon habe ich auch viel Ahnung. Einfach alles an und ausmachen. Beim IT-Unternehmen mit viel Technik und so. Aber es klingt so. Nicht die Rede wert. Der Rede wert. Ist mir egal. Die Rede. Nochmal from the beginning. Also von ganz von Anfang. Also nochmal in Kapitel 1. Du musst einfach so ein bisschen neutral bleiben, weil du machst immer so, das scheint und sowas. Das scheint aber jemand ganz neugierig zu sein. Beim IT-Unternehmen mit viel Technik und so weiter, nicht die Rede wert. Der Rede wert. Ja, sag einfach mal nicht der Rede wert, ein paar Mal. Nicht der Rede wert. 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 Das nehme ich, ja! Erholsamen Abend. Oh, warte. Erholsamen Abend. Erholsamen Abend. Wobei ich etwas fallen ließ. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht bemerkt. Dum, dum, dum! Lululululul! Lalalalala! Chill, deine Base. Ja, okay, danke schön, danke schön. Lisa, richtig? Ich habe gerade die Yoga-Übung mit deinem Freund gemacht. Ja, du hast recht. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. War nett, dich kennenzulernen. War nett, ich kenne zu der. Wo Jonas mir entgegenkam. Jonas. Über die Yoga. Ja, er hat mich gar nicht gesagt. Aber in diesem Fall können wir titten. Aber titten können wir titten. Ja. Aber in diesem können wir auch einfach unsere Tits angucken. Oh, guys, it's the girls. Mhm, vor allem girls. Jonas sagt dann auch seine Tits. Dann gucken wir beide Tits an und dann finden wir alles geil. Sagte Jonas. Jonas. Loki! Loki und Jonas und Jan!
sagte Jonas aus Kansas, sagte Jonas enthusiastisch mit einem breiten Grinsen. Grinsen! Oh mein Gott! Sein Lächeln verblasste allmählich, aber es war verständlich. Aber es flog! Ich trat nach draußen und fühlte sogleich, dass er mitlauf. Jetzt sag ich da, wo es steht, er! Hinsit! Könnten das etwa schon die Oberteile sein, die ich vor 2 Tagen bestellt hatte? Ja! Ja! Zalando, scheiße Glück. Ich hab deine Sache, die dir gehört. Ich hab deine Sache, die dir gehört. Sexy! Ich hab deine Sachen gefunden, die dir gehört. Klingt, als würde er mit so einer kleinen Pistole erschossen werden. Ich hab deine Sache gefunden. Oh! Schön. Ich hab deine Sache gefunden. Ich merkte, dass es ihm schwer fiel, mir ins Gesicht zu sehen. Weil er dies auf die Maps geguckt hat. Ja! Und erinnerte ihn an etwas. Ach, das muss ich. Oh, ja, das sag ich eigentlich. Solltest du nicht bei deiner Freundin sein? Ich weiß, dass du lesbisch bist. Hä? Ich hab nicht sagen würde. Ja. Hallo? Ich führe eine Beziehung mit Toslo. Ach so. Ja, die ist sexy. Okay. Ich dachte, das könnte dir Probleme bereiten. Nein, du sagst mal. Das könnte mir Probleme. Ich dachte, das könnte dir Probleme bereiten, wenn du dein Portemonnaie nicht findest. Und da ich es zufälligerweise gefunden habe, blieb mir wohl nichts anderes übrig. Das ist scheiße, ja. Weil so. Du darfst immer, du musst versuchen, nicht so viel so Gefühle in der Stimme zu haben. Da darf kein Gefühl so rein! Du bist keine Qualle! Ich dachte, es könnte dir Probleme bereiten. Ich dachte! Ja, ist echt so, du sagst immer, ich dachte, es geht! Chill, chill down. Chill deine Basis. Ich dachte, das könnte dir Probleme bereiten, wenn du dein Portemonnaie nicht bindest. Chill deine Basis. Portemonnaie? Wenn ich gefunden habe, liebe wohl nichts anderes übrig. Ja, ich fand das Ende gut, aber den Anfang fand ich nicht so mal. Ich dachte, das könnte dir Probleme bereiten. Das folgt mich im Schlaf noch. Natürlich. Mir wirklich. Natürlich. Mittlerweile wirklich. Ey! Jetzt mach! Auch wenn ich mir mittlerweile wirklich blöd fuck. Fuck, komm. Weißt du, die dachte sich halt so unterbewusst schon so, fuck me! Auch wenn ich mir mittlerweile wirklich blöd fuck, komm. Natürlich. Dich schon wieder ans Ficken, Hammer. Sorry, der Gedanke ist zu präsent. Da hast du wohl einen ziemlich guten Geschmack. Geschmack! Da hast du wohl einen ziemlich guten Geschmack. Ja. Ja, das heißt, aber ist okay. Nicht. Ja, so, nicht. Sehr gut. Oh mein Gott, das war so gut. Nicht. Echt nicht. Ich sag aber nicht so hoch nicht, weil ich einfach keine hohe Nichtsagerin bin, ich sag eher. Du hast es schon gesagt, nicht. Das klingt gut. Vor allem fast kaum, aber nicht! Oh, das war Porn. Treib ich mir das sprechen soll. Du kannst dich abstreiten, dass du auch etwas empfindest und dich die sexuelle Spannung zwischen uns sich auch umbringt. Oh Gott. Ja, du kannst dich abstreiten, dass du auch etwas empfindest. Oh, nee, das klingt so Porn. Das klingt so nicht so... Gut, so. Aua, ich hab mich gerade in mein Headset, hä? Und dann... Wobei sein durchtrainierter Körper zum Vorschein kam, was mich komplett dahin schmelzen ließ. Oh. Weißt du eigentlich, wie begehrenswert du bist? Das klang ganz klingt eher so wie so eine rhetorische Frage. Du musst da mehr so fickbereit klingen. Ja, ist echt so. So außer Atem weißt du schon, du bist gerade rallig, du bist weißt erregt, du willst ficken. Weißt du eigentlich, wie begehrenswert du bist? Das klang gerade voll betrunken. Was sage ich immer gerne? Wir liebkosten uns noch einige Zeit, bis er mich auf die Küchentheke hob, ein Kondom überzog und mir schließlich die Befriedigung schenkte, einzudringen. Das hast du gerade zu aggressiv gesagt. Schenkte! Du Arschloch! Oh mein Gott. Manchmal merkt man erst, was man die ganze Zeit vermisst hatte, wenn es passierte. Passierte? Es ging so voll high. Passierte? Das klingt jetzt irgendwie mehr so, wie so schnulzig als irgendwie. Ja, das soll es ja auch.
Das soll ja nicht so heißen, so, oh mein Gott, was ein geiler Fuck. So hätte ich direkt hinschreiben können. Oh, das war ein geiler Fuck, danke. Kaffee kochen, Filterkaffee. Kaffee kochen, Filterkaffee, das ist ein Lied. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. 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 So, mehr, wirklich Gold. Mehr. Schweigen ist Gold. Gold. Also, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das war echt viel. Gestresst kam ich an der Tür an und öffnete. Tö. Hä? Öffne. Tö. Tö. Öffnete. Öffne. Öffnete. Öffnete. Warte, wie viele T's sind da jetzt eigentlich drin? Gestresst kam ich an der Tür an und öffnete. 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 Beats International. Gestresst kam ich an der Tür an und öffnete. Sprich mal dieses Wort aus! Doch er ließ sich einfach nicht abwimmeln. Warte, wo? Ach so. Oh. Ziel schrieb ich auf die Küche zu, während er mit seinem Vortrag begann. Deswegen versuchte ich, ihm zuvorzukommen, um das Handtuch mit meinem Fuß auf jeden Fall... Und ich habe genau gehört, dass einer von euch Hess ins Küche gesagt hat, ich werde es rausfinden und dann werde ich den töten. Ich bin schon mal nicht der Schuldige. Jonas. Die Schuldige, Girl. Jan ist eine Opernsängerin. Forderte ich ihn auf, um meine Aussage. Diesen Typen. Oh mein Gott. Ach, nimmst du eigentlich noch auf, Nuki? Hast du während des Schlafens aufgenommen? Ja. Okay. Und langsam den Mund öffnete. Ta. Öffnete. Öffnete. Warum benutze ich dieses Wort so viel, dass ich aussprechen kann? Noch schlimm. Hä? Ich beobachtete, wie Noki im Realisierungsprozess war und langsam den Mund öffnete. Das war jetzt wirklich mehr Propaganda. Ich. Öffnete. Wieso verstehen die da? Öffnete. Ich beobachtete, wie Noki im Realisierungsprozess war und langsam den Mund. Mann, Hitit! Ich bin. Ich beobachtete, wie. Oh! Ja, du machst. Ich bin ein Maschinengewehr. Während ich tief ein- und ausatmete. Während ich tief ein- und ausatmete. Atmete. Es ist wohl besser, wenn wir uns nicht mehr. Und Jan so, nee, lass ficken! Nee, lass mal ficken! Bitte sprich diese Worte nicht aus. Darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, will ich, dass wir uns immer sehen. Immer wenn Jan das weiter. Aber ich muss dir etwas erklären. Sie ist not amused. Ich bin nicht zufrieden. Also, die Wahrheit ist, ich habe gar keine Freundin. Oh, Snap! Flip out! Aber ich würde es noch ein bisschen so komplett ernst machen. Also, die Wahrheit ist, ich habe gar keine Freundin. Und nochmal, damit wir noch alles Teil über euch machen können. Also, versuch auf eine. Die Wahrheit ist, ich hab gar keine Freundin. Kacke. Oh, Snap, ich hab gar keine. Ich hab gar keine. Ich hab keine Freundin. Aber diese Frau beim Yoga, du hast doch mit ihr Hähnchenger. Hähnchenger. Das doch Hähnchenger. Ich stell mir das gerade so vor, die gehen so den Sonnenuntergang entlang und zwischen denen ist so wie so ein Kind, so ein Hähnchen, so ein gebratenes Hähnchen. Und die rennen so über die Wiese. Boah, ey, so würde ich das halt, diese Satzkonstruktion würde ich so nie sagen. Ich würde das ein bisschen anders. Es geht mir um mehr als Sex. So musst du es sagen. Mein Gott, das ist einfach nur ein normaler Satz. Du kriegst das einfach nicht gebacken. Ja, so ein normaler Satz sag ich jeden Tag. Es geht mir um mehr als Sex, Mutter. Ja, natürlich. Die Firma, in der ich arbeite. Naja, sie ist eigentlich eine Geheimorganisation. Meine Kehle fühlte sich an, als wäre sie zugeschnürt worden. Und das Einzige, was ich schluchzend herausbrachte, bevor ich in bittere Tränen ausbrach. Mann, Jonas, es war voll gut! Vielleicht schon anfangen zu schluchzen, so ein bisschen. Beleidigt mich mal ein bisschen, dann fange ich vielleicht an zu weinen. Warte! Blöde Hure, ey! Boah, du bist so dumm, wieso kannst du alle gleich so, yeah, beleidigt mich! Ja!
So kann ich dir nicht mehr vertrauen. Jetzt müsst ihr Fotze sagen. Fotze. Fotze. Geh jetzt. Was war das? War voll gestöhnt. So. Oh ja, geil, geh. Das tat nicht so. Oh, sie sind doch die, die mit Jonas hier beim Yoga war, oder? Gott, die klingt so betrunken, ey. Da stehst du drauf. Ja. Die Alkoholikerinnen sind so sexy. Bitte rufen Sie bei dieser Nummer an. Bitte rufen Sie bei dieser Nummer an. Gott. Bitte rufen Sie da an. Sie können nur Augen gewinnen. Oh, Mutter, das macht dir die Tür zu. Oh, Jan, es kommen keine Sexszenen mehr. Du musst keine Angst haben. Das scheint ja eher für den Mann geworben zu werden als für den Kaffee. Ah! Lol, 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 lol. Ich sehe Jonas in der Masse von Jonas. Menschen. Jonas! Jonas! Oh ja, ihr sagt! Es ist nämlich offensichtlich kein gewöhnlicher Flyer, denn er ist sehr simpel gehalten. Und denn er hat Glitzer! Bling, 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 bling! Gewöhnlicher, er hat Glitzer! Ja, mit Regenbogen, Einhorn und Fabulous ist drauf! Ja! Glitter, Inki! Und Taylor Swift! Natürlich. Eigentlich müsste da Taylor Swift drauf sein. Passt zu Jan, da wird überall so, Taylor Swift drauf sein. Ich gebe es ungern zu, aber ich... Ich hatte wirklich. Dann kommt zu Geld. Die Pause war eigentlich gar nicht so schlecht, aber danach dachte ich nachher: Jan, red jetzt weiter! Red weiter! Warum redst du nicht weiter? Unwillkürlich bringt das ein erfülltes Lachen. Lächeln. Lächeln. Hallo, lo, 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 lo! Wie Hallo. Haben Sie sich dabei gefühlt, diese Rollen zu sprechen? Oh mein Gott, es war so toll. Ich hatte mich unglaublich bewegt. Es war unglaublich. Ich musste sogar einen Schritt machen. Was? In deinem Schritt? Was, ein Schritt ich mich bewege? Es war so bewegend, dass ich mich Achso, lol, 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 ruffel, 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 lol, lol. So reagiert so. Bestimmt auch die schallend lachende Freundin. Lol, 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 ruffel, ruffel, ruffel. So, also das war unser Making-of. Wir saßen nur das drei Stunden hier dran. War super lustig. Ich möchte mich bedanken bei Aquintus. Dafür kriege ich ganz viel Geld. Mindestens 3 Euro. Wow! What the fuck? Also danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Bye. Bye.